The best way to make money is to buy when blood is running down the streets. Das hat Rockefeller gesagt und genau darum soll es heute gehen. Bitcoin ist auf 30.000 Dollar runtergecrashed. Minus 50% vom All-Time-High bei um die 65 Dollar. Was hast du gemacht? Hast du nachgekauft? Hast du das Handtuch hingeschmissen bei 30.000 Dollar? Alle deine BTC verkauft? Bist du ganz entspannt? Bist du relaxed rangegangen? Was jetzt rational zu tun ist, möchte ich jetzt einmal hier in diesem Video zu besprechen. Einmal, warum bist du in Bitcoin investiert? Das ist die einzig relevante Frage, die du dich stellen musst, wenn Bitcoin sich im Preis bewegt, egal in welche Richtung. Und deswegen fordere ich dich einfach mal auf, nimm dir ein Blatt Papier oder schreib es unten in die Kommentare rein, mach auf Stopp, Video pausieren, warum bist du in Bitcoin investiert? Ganz egal, was der Preis macht, warum bist du in Bitcoin investiert? Und genau das Gleiche habe ich gestern auch gemacht. Und hier möchte ich einmal kurz vorstellen, warum ich in Bitcoin investiert bin, was das für mich bedeutet und was ich gestern gemacht habe. Also, dazu müssen wir einmal hier reingehen und wir sehen, das ist die Bilanz der Zentralbank. Die Zentralbankbilanz ist im Endeffekt das, was den Euro deckt. Das bedeutet, wenn alle Euros über Nacht wertlos sind, hat die EZB das, um den Euro zu verteidigen, beziehungsweise um eine neue Währung herauszugeben. Es muss ja immer durch irgendetwas gedeckt sein. Und hier sehen wir einfach den Zeitverlauf und wir sehen seit 2007, also seit der Financial Crisis, hat sich die EZB-Zentralbank-Bilanz versiebenfacht. Das bedeutet, damals gab es ungefähr 1 Billion und jetzt sind es 7 Billionen. Das ist natürlich eine Menge, eine Versiebenfachung seit 2017 in 13 Jahren. Wir sehen hier seit Corona 2020, gut, da macht sie jetzt Stopp, aber das gehen wir gleich zur nächsten. Wir sehen auf jeden Fall, die Zentralbankbilanz hat sich mega ausgeweitet. Wenn wir jetzt einmal zur FED gehen, sehen wir das Gleiche. In Amerika Zentralbankbilanz, ich meine, es ist einfach nur heftig, wenn man sich das mal anschaut. Wir waren bei 2008, waren wir auch so ungefähr bei 1 Billion und das hat sich auf 8 ausgeweitet. Also es hat sich verachtfacht. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Jeder, der jetzt sagt, dass wir keine Inflation haben, der übersieht was. Und zwar, Inflation wird einfach am Konsumerkorb gemessen und das interessiert niemanden. Was einfach spannend ist, und da finde ich, ist das beste Beispiel einfach folgendes. Stell dir einfach mal vor, jeden Morgen misst du dich und schaust, wie groß du bist. Und jeden Morgen sehe ich bin 1,80 Meter groß. Und eines Tages stehe ich auf und messe mich und auf einmal bin ich 2 Meter groß. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin 20 Zentimeter gewachsen oder die andere Möglichkeit ist, das Maßstab ist irgendwie in die Länge gezogen worden und was gestern 1,80 sind, sind heute 2 Meter. Das sind die 2 Möglichkeiten. Und wenn wir uns hier die Bilanz von der Zentralbank ansehen, dann sehen wir einfach, dass was früher 1,80 war, ist jetzt einfach 8-mal so groß. Das heißt, ich wäre jetzt nicht 2 Meter, sondern ich wäre jetzt auf einmal 16 Meter. Und dann ist es ganz logisch, ich bin nicht 16 Meter gewachsen. Jetzt gab es ein bisschen Wirtschaftswachstum, ein bisschen bin ich gewachsen, dann rechne ich das raus, dann haben wir immer noch eine mega krasse Inflation, was einfach nur die Geldmenge angeht. Das ist deswegen wichtig, weil die Geldmenge nicht wirklich die Inflation widerspiegelt, aber ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einfach eine gewisse Menge an Geld und jetzt ist einfach viel mehr da und irgendwo muss das hingehen. Und da, wo das hingeht, da steigen die Preise und es geht halt in Assets. Also das geht in Aktien und Immobilien und deswegen gehen Aktien und Immobilien wahnsinnig durch die Decke und die ganzen Leute sagen, die Inflation steigt nicht, was natürlich schwachsinnig ist, weil wir eine mega krasse Asset-Inflation haben. So, was man sich jetzt anschauen muss, ist einmal hier das Balance Sheet im Vergleich zum S&P 500. Und da sehen wir jetzt halt hier, wie das Balance Sheet gewachsen ist. Balance Sheet ist hier das Orange und wir sehen, wie der S&P 500 gewachsen ist. Und dann sehen wir einfach, das Balance Sheet hat den S&P 500, den amerikanischen Aktienmarkt, outperformed. Was bedeutet das?
Das bedeutet, der Aktienmarkt hat es nicht geschafft, über die Vermehrung der Geldmenge hinaus zu wachsen. Das bedeutet, wir haben eigentlich kein richtiges Wachstum. Weil es gibt jetzt einfach so viel mehr Geld, das muss irgendwo mehr hin und nicht einmal der Aktienmarkt hat das geschafft, out zu performen. Normal muss immer der Aktienmarkt, wie wir das hier zwischen 2018 und 2020 hatten, muss der Aktienmarkt mehr wachsen als die Geldmenge. Weil dann haben wir Produktivitätsgewinne. Das bedeutet, die Produktivität der Unternehmen ist positiv. Jetzt haben wir einfach nur Geldschwänge. Das bedeutet, es hat sich hier nichts getan. Also die Unternehmen sind nicht produktiv, es wird einfach nur mehr Geld reingebuttert und das ganze System bläst sich auf. Wenn wir uns hier einmal Balance Sheet im Vergleich zu Gold ansehen, dann sagt man ja, Gold steigt nicht im Wert, Gold fällt nicht im Wert, Gold ist ein Wertspeicher. Das sollte eigentlich immer stabil bleiben, weil Gold tut nichts, Gold produziert nichts, Gold erwirtschaftet keine Rendite, bleibt einfach nur stabil. Und da sieht man halt hier auch, dass die Fed einfach mega sich ausbreitet und das Gold bleibt hier viel stabiler. Was jetzt noch ein ganz spannender Chart ist, ist hier der S&P 500 im Vergleich zu Gold. Man muss nämlich den S&P 500 nicht im Vergleich zu Dollar oder Euro sehen, weil du kannst ja, wie wir gerade besprochen haben, einfach die Euro und die Dollar drucken. Das bedeutet, ich kann mich immer messen mit dem Maßstab, aber wenn auf einmal das Maßstab sich verändert hat, dann bin ich auf einmal größer oder kleiner, bin aber nicht gewachsen. Und wenn ich jetzt den S&P in Gold messe, dann habe ich einen Maßstab, den ich nicht verändern kann. Das heißt, ich messe immer mit dem gleichen Lineal. Und das zeigt dann viel besser die Produktivitätsgewinne der Wirtschaft wieder. Und hier sehe ich einfach, wir sind hier, geht es wieder ein bisschen bergauf. Wir sind aber auch hier überhaupt nicht in der Blase drin. Und das ist halt das Spannende, weil die Leute immer sagen, der Aktienmarkt ist eine Blase. Nein, der Aktienmarkt ist keine Blase. Es ist einfach so viel Geld gedruckt worden. Wenn du dir den S&P im Vergleich zum Dollar anschaust, dann sieht es aus, als hätten wir eine Blase. Wenn wir das im Vergleich zu Gold sehen, dann sehen wir, nein, das ist keine Blase. Wir waren sogar schon mal höher. Das ist einfach nur das Produktivitätswachstum. Das war hier übrigens zwischen 2000 und 2010 negativ. Das bedeutet, dass Aktien eigentlich keine Realgewinne gemacht haben in dem Sinn. Okay, also, das ist spannend. Das muss man sich einfach vorstellen. Also wir sehen, dass Geld wird vermehrt und nicht einmal Aktien können die Vermehrung des Geldes ausgleichen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich in Bitcoin investiert bin, weil Bitcoin das Balance Sheet noch outperformt hat. Auch nicht bei viel, aber Bitcoin hat das noch outperformt. Und das ist eben genau die Erwartung, dass jetzt eben ein bisschen Geld in Bitcoin geht und ich mit Bitcoin wenigstens noch das Balance Sheet schlagen kann. Und jetzt schaue ich mir den Bitcoin-Kurs an und dann sehe ich gestern minus 50%. Bitcoin ist auf 30.000 Dollar runtergefallen. Und dann sitze ich jetzt da und überlege mir, was hat sich denn verändert? Und dann habe ich gestern gesehen, okay, wir haben diese China-Geschichte und wir haben Elon Musk. Und dann frage ich mich, ob das irgendetwas an meinen fundamentalen Gründen ändert, warum ich in Bitcoin investiert bin. Nämlich, dass einfach viel zu viel Geld gedruckt wird. Ich sage jetzt nicht mal zu viel Geld, es wird einfach sehr viel Geld gedruckt und irgendwo muss das Geld hingehen. Und dann überlege ich mir einfach, und es hat sich nichts daran geändert, was ich Bitcoin für einen Wert zuschreibe. Vielleicht hier mal kurz zur Erklärung. Der Preis und der Wert sind etwas fundamental Verschiedenes. Den Wert zu bestimmen ist wahnsinnig schwer und das kann man nicht. Den Preis kann man einfach ablesen. Aber auf lange Sicht wird sich der Preis dem Wert angleichen. Und das Spannende ist, gestern sehe ich einfach Bitcoin minus 50%, aber vom Wert hat sich aus meiner Sicht nichts verändert. Das bedeutet 50% Discount und da habe ich natürlich zugeschlagen. Das bedeutet, da bin ich nochmal gut nachkaufen gegangen, saugeil, habe Bitcoin dann für 35.000 nochmal nachkaufen können, was ganz spannend ist. Weil ich einfach langfristig sehe, der Trend zur Geldvermehrung, der ist nicht aufzuhalten. Der ist wirtschaftlich übrigens auch, kann man ihn gut verteidigen. Man muss neue Liquidität initiieren. Und weil einfach immer mehr Geld ins System gepumpt wird, auch werden muss,
brauche ich irgendein Asset, das hier als Inflationshedge funktioniert, und da ist Bitcoin einfach gerade wahnsinnig spannend. Gut, das Wichtige ist, man muss sich überlegen, warum mache ich was, was sind meine Gründe dafür, und dann darf man sich nicht von den Emotionen irgendwie zu schlechten Entscheidungen verleiten lassen. Ein kleiner Ratschlag an jeden, der gestern emotional zu stark mitgenommen war, den das fertig gemacht hat oder der das nicht ausgehalten hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr einmal mit zu viel Kapital im Kryptomarkt investiert seid und dann wahrscheinlich nicht in den soliden Coins seid, sondern in den sehr volatilen Coins. Die ganzen Altcoins, wenn ihr dann mal wisst, ob die auf lange Frist ein funktionierendes System sind. In diesem Sinn würde ich dann einfach empfehlen, Crypto-Exposure abzubauen. Wie geht es jetzt weiter? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt hoch oder runter geht. Kann ich einfach nicht sagen. Ist unmöglich vorherzusehen. Es gibt verschiedene Argumente. Einmal, wenn man den Bullrun von 2017 als Vergleich hernimmt, dann sieht man, wir hatten einen 50% Drop und danach hatten wir einen dreijährigen Bärenmarkt. Wenn wir uns aber den Bullmarkt von 2013 ansehen, dann sehen wir, wir hatten 2013, ähnlich wie jetzt, einen mega starken Rücksetzer und danach ging es aber relativ schnell weiter. Das bedeutet, 2013 hatten wir einen 80% Rücksetzer, bevor wir dann nochmal 1800% hingelegt haben. Für mich bedeutet das einfach, es kann in beide Richtungen gehen. Ich kann unmöglich vorhersagen, wo es hingeht. Langfristig ist aber meiner Ansicht nach der Wert von Bitcoin über 30.000. Deswegen wird sich der Preis dem Wert angleichen und deswegen bin ich langfristig weiterhin bullish, auch wenn es jetzt halt mal auf 30, vielleicht sogar auf 20.000 runtergehen kann.